Heute ist Girls Day in Hamm. Wir, Burjo und Jenny, sind zu Besuch bei Hamm TV. Da viele den Girls Day gar nicht kennen, möchten wir einen kleinen Auszug unseres Tages vorstellen. Der Girls Day ist eine Möglichkeit für Mädchen, einen Einblick in typische Männerberufe zu bekommen. Zum Beispiel sind wir in der Medienagentur von Thomas Reimann, wo auch die Sendungen von Hamm TV produziert werden. Nach einer kurzen Begrüßung klärte uns Herr Reimann über den Beruf des Online-Journalisten auf. Später gab er uns die Aufgabe, einmal selber in die Rolle einer Online-Journalistin zu schlüpfen. Pressemitteilungen sichten, Online-Recherche und Texte selber verfassen stand auf dem Programm. Zur Seite stand uns der Mitarbeiter Herr Lemmer, welcher als Mediengestalter bei Hamm TV tätig ist und die unterschiedlichsten Projekte betreut. Nachdem wir unsere Aufgaben gemeistert hatten, sollten wir ein Video drehen. Hierzu haben wir Herr Reimann zu seiner Firma interviewt. Schönen guten Tag, Herr Reimann. Ich interviewe Sie heute und habe in Bezug zu Ihrer Firma ein paar Fragen. Wie sind Sie zur Entscheidung gekommen, eine eigene Firma zu gründen? Ich habe irgendwann mal gelernt, eine Ausbildung gemacht zum Verlagskaufmann. Ich komme also aus diesem Bereich und habe mich nach 10 Jahren Berufstätigkeit weiterentwickeln wollen. Das war damals so in der Angestelltenmöglichkeit nicht möglich. Und das war der Zeitpunkt, als ich gesagt habe, so jetzt machen wir eine eigene Firma, jetzt starten wir im Internet durch. Und was produzieren Sie? Wir produzieren Medienprodukte, in erster Linie Internetprodukte, Webseiten, Drucksachen, Online-Videos und jetzt ganz neu auch Hamm TV. Bilden Sie auch Leute aus? Wir haben bisher 2 Mediengestalter ausgebildet, suchen in diesem Jahr einen Auszubildenden oder eine Auszubildende zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Und wie viele Mitarbeiter können Sie aufnehmen? Also maximal würden wir 4 feste Mitarbeiter einstellen. Im Moment sind wir zu zweit, zuzüglich 4 Freiberuflern. Okay, danke schön für dieses Interview. Uns hat es heute hier sehr viel Spaß gemacht und wir haben sehr viel über den Beruf des Online-Journalisten gelernt. Ich finde den Girls Day sinnvoll und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.